Ich habe mir die Männer
Ήθελα να είχατε λίγο. Nee.
Wir haben gewonnen. Oh Mann. Mit viel Glück. Oh Mann. Nee, mach nicht. Stell dich ab. Wer gewonnen? Dritter Trisperischwili. Oh, Greves Teuchmann und Pererussen Sechser. Zweite Gruppe. Wassing. So, in der dritten Gruppe, erster Christoph Kuhn, ist weg. Ja, genau. Andreas Sulich, erster. Und so weiter und so weiter. Gut, jetzt bitte. So, ja, schwer. Kommt mal zu unserem Höhepunkt. ich habe gesagt, nicht zu meinem Höhepunkt, zu unserem Höhepunkt. Ja, der Pokal ging wie jedes Jahr an die Mannschaft aus Frauen. Wir haben uns bemüht, wir haben gekämpft, haben auch am ersten Tag 3 Punkte erreicht und am zweiten Tag, also heute, uns gesteigert auf 7 Punkte. Aber insgesamt haben die Frauener Sportfreunde 22:10 gewonnen und damit geht dieser Pokal wieder nach vorne. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir hoffen, es hat euch in Berlin wieder mal gefallen und wir sehen uns im nächsten Jahr in Frauen wieder. Ja. Im Vorjahr war ja von uns, glaube ich, da, wo nur noch 5 Spieler übrig sind. Andreas, auch du dabei gewesen? Weiß ich nicht. Ja. Auch nicht. Ja. Aber ich glaube, dass wir im nächsten Jahr wieder zu Pfingsten Frauen beglücken dürfen. Und vielleicht gelingt uns da ein etwas besseres Ergebnis. Ich glaube, wir hatten schon mal fast den Unentschieden gehabt, ne? War das nicht fast? Ja. Nicht, nee, hatten wir geschafft, aber nicht erfasst. Nochmal Glückwunsch, wir wünschen allen eine gute Heimreise
Ich würde empfehlen, es ist ja heute noch ein bisschen Zeit, ich würde empfehlen, morgen relativ zeitig loszufahren. Die Nachrichten haben angesagt, dass wieder auch rings um Berlin hier autobahnmäßig links Stau und so. Also ich würde zusehen, möglichst schnell aus Berlin wegzukommen. Ich meine, das ist nicht so, dass du sofort los bist, sondern schnell möglichst von den Berliner Ring weg. Ja. Also nochmal gute Heimreise und schönen Gruß an Theo und gute Besserung, ne? Ja, alles okay. Ja. Ja. Achso, habe ich denn eigentlich im Lokal irgendjemand überreicht? Und auch vielen Dank für die gute Empfang und die Brötchen, Bier. Wir werden euch noch etwas schenken. Gut, per Post. Ich muss ein Kompliment. Ja. Sehr gute Empfang. Von uns? Soll ich ein Konto geben? Mein Konto? Ja, das ist ein Konto. Kontant, oder? Ja, mir kannst du es geben. Dann kann ich von hier auf Kämpfst du mir weiter? Ich hab gerade das deutsche Wort gefunden. Hendrik kent hem al. Hendrik moest je stillen. Wat? Nee, deze ken je al. Ja? Ik heb het dan braaf in. Ik heb het ongelooflijk te vinden. Ik heb het niet. Ik heb vandaag nog wat gehad. Morgen is het zitten. Daar heb je dat bij. Je stiekem naar die gaten. Можно прямо в рот снимать, когда он открывает рот туда, можно близко сделать, на кадр. Самому не надо двигать. Кому? Кто рядом сидит? Прямо в рот, чтобы так подвигал. Хочешь? Не хочу, а надо. Ja, wahrscheinlich.
По-моему, это фильм ужасов. Even lachen? Ja. Hey, Bart. Ik ga kunnen schauen. Gaat die jongen ernaast? Ik ben verder. Wo is de reis? Ah, daar is een beetje een reis. Hier ook wel. Hendrik? Ja, nein. Doe niet zo'n zin. Alles is er niet. Goed gezond. Alles is er niet. Alles is voorbij. Waarom is dat zo? Dat is een stukje. De vuurprikjes. Weet je het niet? Ja. Zal je kijken of er nog vlees door zit, jongen? Ik heb een vlees, ja. Die ook? Goed, die heb je nog vlees. En dat is Nou, hoe komen we nog bij de US-baan? Hoezo? Dan begrijpen ze wel. Kreeg een ding. Voeren ze direct af, maar dan gaat toch de trein heen. Dus. Zie ik dat, ja. Ja? Hey, man. Hey, ja, dat is wel een beetje. Half boy, half boy. Hervorragend. Zo, die hebben we niet gehoord. Vast hervorragend. Ik heb nog dat. Ik heb het niet gezien.
Ja, was war die? Ja, ja. 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 Ja, ja.